Es war einmal ein kleiner Ort. Es lebten nette Menschen dort. Und sie taten all die Sachen, die die Menschen halt so machen. Anna will zur Schule gehen. Herr Beutel nach dem Wetter sehen. Venny war grad mal was kaufen. Bolle ist nur rumgelaufen. Oma Ball und Baby Lou, die schauen den anderen einfach zu. An diesem Herbsttag, 3 vor 3, da kam der wilde Wind vorbei. Er pustet wild durch alle Gassen, keiner soll sein Haus verlassen. Doch Venny findet's wunderschön, will gleich den Drachen holen gehen. Die anderen rufen, ach wie gut uns diese steife Brise tut. Der wilde Wind, er kann nicht glauben, was die Leute sich erlauben. Keiner flüchtet, keiner flieht, als er durch die Straßen zieht. Er holt tief Luft und wird ganz groß. Und dann legt er richtig los. Zuerst, da wirbeln viele Sachen durch die Luft. Was soll man machen? Doch kurz darauf wird's wirklich schräg. Der Oma fliegt das Baby weg. Und weiter geht's, der wilde Wind wirbelt hoch das nächste Kind. Auch Venny fliegt nach Süd-Südwest. Sie hält sich schnell an Anna fest. Erst 1, dann 2, dann 3, dann 4. Die Kinder fliegen wie Papier. Bolle dreht sich hin und her. Unsere Venny sieht nix mehr. Am höchsten fliegt die kleine Lou. Und Anna fehlt der zweite Schuh. So geht es eine Weile, bis dem Wind die Puste ausgegangen ist. Der wilde Wind pustet laut aus vollem Backen und er bläst alles fort, all unsere Sachen. Haltet die Mützen fest, er will sie packen und er kitzelt uns aus, bringt uns zum Lachen. Der wilde Wind. Erst 1, dann 2. Hey ho, hey hey ho. Ah.